Moin Freunde, was geht ab und willkommen zur Bundesliga-Preview des 15. Spieltags. Wir haben noch 3 Spieltage bis zur Winterpause, auch wenn sie dieses Jahr nicht allzu lange ist, an dem wir noch was liefern können, bevor es dann in die erste kleinere Pause geht, wo dann eben nochmal ein bisschen Revue passieren lassen werden kann, wie die Hinrunde gelaufen ist und so weiter. Die Winterpause ist eigentlich immer ganz cool für alle, die ihre erste Saison spielen. Ich persönlich mag es tatsächlich, die Winterpause ein bisschen durchzugehen. Noch dazu kommen neue Transfers in die Bundesliga, was auch immer für den kleinen Hype-Faktor sorgt, auch in Kickbase. Neue Transfers in Kickbase ist immer eine super geile Phase, von daher 3 Spieltage noch alles geben und dann überwintern wir dementsprechend in der Tabelle. Bevor das Ganze losgeht, lasst natürlich wie immer ein Like generell auf den Videos da oder auch in dem Fall auf der Bundesliga Preview, ist euer absolutes Lieblingsformat. Macht mir persönlich auch am meisten Spaß aufzunehmen tatsächlich. Mit dem Team starte ich wahrscheinlich ins Wochenende. Es gibt tatsächlich noch einige Variationsmöglichkeiten, das muss ich natürlich dabei sagen. Denn erstmal, ich habe quasi das Team und habe noch Willi Orban und Meunier auf der Bank. Ich kann die also mit durchziehen. Ich habe ja in der MTG-Episode, check die gerne am Mittwoch ab, gesagt, dass ich wirklich aktuell echt sehr, sehr gutes Geld habe und auch wirklich wahnsinnig stolz drauf bin. Mein Kader wächst und wächst. Ich bin mittlerweile fast bei einem Teamwert von 300 Millionen. Wir sind jetzt bei knapp 285 Millionen. Also das ist schon sehr, sehr solide. Und ich könnte mit dem Team reingehen und Meunier und Orban auf der Bank halten. Aber es gibt noch eine Personalie, Freunde, die das Team hier noch verändern könnte. Und das ist Mo Dahoud. Der wird wahrscheinlich genau zum Zeitpunkt des Videos auslaufen. Ich nehme das Ganze hier um 9 Uhr am Donnerstag auf. Und er läuft in 3 Stunden ab. Das heißt, so eine halbe Stunde nach Videoveröffentlichung werde ich auf jeden Fall in die Kommentare pinnen oder in den Top-Kommentar schreiben, wer Mo Dahoud bekommen hat und was da die Variationsmöglichkeiten sind. Eventuell ergibt sich aus diesem Deal noch ein anderer Deal. Da möchte ich aber nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Das werde ich euch dann in den Top-Kommentar reinschreiben. Mo Dahoud ist auf jeden Fall jemand, das kann ich so behaupten. Es ändert ja nichts daran, wie andere Leute bieten. Ich will den haben. Ich will den haben. Das ist der letzte Big Boy der Top 3 Mannschaften. Ich plädiere ja immer darauf, dass Bayern, Dortmund und Leipzig wirklich überragend wichtig sind. Und ich möchte ihn einfach haben. Ich habe mir auch schon mal ein Gebot ausgedacht. Ich werde es natürlich nicht zeigen, weil wie gesagt, das Video ist dann wahrscheinlich online, wenn Mo Dahoud noch eine halbe Stunde abläuft. Dann wäre es ja dumm, wenn ich mein Gebot zeige. Ja, werde ich dann, wenn ich ihn bekomme, für Forsberg eintauschen. So viel ist verraten. Forsberg wird dann gehen und dafür Mo Dahoud reinkommen. Das ist der Plan. Wenn das funktioniert, wenn das nicht funktioniert, hoffe ich, dass ihn ein gewisser anderer Manager in der Liga bekommt, denn dann funktioniert noch ein anderer Swap-Deal und so weiter. Also es passiert noch ein bisschen was. Deswegen lohnt es sich, morgen auf Insta mein finales Team abzuchecken. Oder wie gesagt, ich werde auch in den Top-Comment reinschreiben, wer Mo Dahoud bekommen hat und was die Konsequenzen daraus für mich sind. Ja, so viel eigentlich dann auch zu meinem Team. Wie gesagt, Stand jetzt gehe ich so ins Wochenende, wenn alles schief läuft. Wobei das ja auch ein total solides Team ist und bin eigentlich total zufrieden damit. Ich würde sagen, das war's mit meinem Team. Wir gehen rein in die Matchups. Let's go. Dazu möchte ich sagen, ich habe mir dieses Mal wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht tatsächlich. Muss man gerade wieder hier auch das Handy ein bisschen kleiner machen. Ich habe mir diesmal, mehr Gedanken gemacht. Das Ding ist beim Tippen, Freunde, ihr wisst das selber. Tippen ist nicht rational. Sonst wäre jeder Millionär, dann könntest du bei den Wettanbieter deiner Wahl gehen und einfach nur einzahlen, wenn Tippen rational wäre und jedes Spiel der Favorit gewinnt, dann wäre Fußball einfach langweilig. Von daher bringt es eigentlich nichts, sich 6 Stunden Gedanken zu machen, wer ein Spiel gewinnt. Ich wollte es aber einfach mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt wirklich ehrlich lange Gedanken gemacht bei meinen Predictions heute und bin einfach mal gespannt, wie akkurat sie ausgehen werden. Wir starten wie immer mit dem Freitagabendspiel. Dafür muss ich hier erstmal noch meine Tipps kurz öffnen. Köln gegen Augsburg. Köln auf Tabellenplatz 9 mit 19 Punkten und Augsburg auf Tabellenplatz 16 mit 13 Punkten. Spricht aber eigentlich gar nicht so wirklich aus, wie die beiden Saisons verlaufen. Köln ist überragend reingestartet mit einer geilen Spielphilosophie. Da läuft aktuell einiges gut zusammen. Bei Augsburg findet sich tatsächlich auch einiges gerade zusammen. Also der Start der Saison war halt wirklich katastrophal. Mittlerweile haben sie sich ein bisschen gefangen. Sind ja auch mittlerweile bei 13 Punkten. Was aber zum Beispiel bei Augsburg immer so eine Sache war, die Defensive, die hat immer gestanden und die steht aktuell überhaupt nicht. Da stehen sie bei 25 Gegentoren, was halt echt nicht optimal ist, auch nicht furchtbar, wenn man das mit Fürth vergleicht mit 46 Gegentoren.
Aber gerade das, diese defensive Kompaktheit, die fehlt Augsburg auch. Es ist natürlich auch dadurch bedingt, dass Reece Oxford ausgefallen ist die ganze Zeit. Er war so ein bisschen der Stabilisator. Udo Kai hat, glaube ich, noch keine einzige Minute gespielt dieses Jahr. Und Chevelleo ist jetzt wieder zurück nach Corona-Infektion. Also da kommt wieder so ein bisschen die defensive Kompaktheit zurück. In dem Spiel wird auf jeden Fall nochmal Winter starten. Und ja, auch wenn ich ihn letztens hatte, reicht das für mich nicht, um halt ein Team wie Augsburg, die ich jetzt generell nicht so stark einschätze, wirklich defensiv hoch zu ranken. Dementsprechend gehen meine Tendenzen hier auf jeden Fall auf die Kölner Seite. Ich habe mich letzten Endes für ein knappes 2:1 entschieden. Ich sehe auch auf der Kölner Seite nicht, dass sie aktuell die Null halten. Die haben immer noch kein einziges Spiel zu Null gespielt. Und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gegen Augsburg so sein wird. Ich gehe mit dem klassischen 2:1 am Freitagabend für den 1. FC Köln. Mein Once to Watch ist Salih Özcan. Ich versuche dieses Mal dran zu denken, wenigstens immer von der Mannschaft, wo ich den Once to Watch tippe, die Aufstellung zu zeigen. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Salih Özcan aktuell komplett on fire und hat sich auf jeden Fall hier den Stammelfplatz verdient, macht es auf jeden Fall super. Er spielt so ein bisschen den freien Achter vor Skiri, der dann hinten alles abräumt. Das funktioniert einfach super, das harmoniert super. Dementsprechend auch in dem Spiel kann ich mir vorstellen, dass er da wieder gute Freiheiten hat und gegen die Augsburger Defensive, die wie gesagt meiner Meinung nach aktuell noch nicht so stabil ist, kann das auf jeden Fall gut ausgehen. Kommen wir zu Dortmund gegen Bochum. Dortmund letzte Woche, in Anführungszeichen leider, aus neutraler Bundesliga-Sicht den Dämpfer gegen Bayern kassiert. Somit jetzt 4 Punkte Abstand auf den Tabellenersten, was natürlich auch alles andere als riesig ist. Jetzt kommt der VfL Bochum, auch eine Mannschaft, die wirklich aktuell überragend spielt. 19 Punkte auf Tabellenplatz 10, einfach vor RB Leipzig. Das muss man sich mal überlegen. Die haben wirklich eine geile Kompaktheit, die spielen super. Und für Dortmund wird es gerade in Bochum alles andere als leicht, hier Punkte mitzunehmen. Dementsprechend habe ich mich schwer getan, hier auf den Dortmund-Sieg zu tippen, habe mich aber letzten Endes auch hier für ein knappes 2:1 entschieden. Gerade mit Erling Haaland, der zurück ist, ist Dortmund halt einfach nochmal 6 Klassen besser gefühlt. Und die Bochumer Abwehr, auch wenn sie super solide ist, super gut alles macht, wird sie keinen Erling Haaland verteidigen können. Dementsprechend gehe ich hier mit dem Dortmund-Sieg, auch wenn ich wie gesagt nur mit einem knappen 2:1 gehe. Mein Once-Watch ist aber Dan X Zagadou. Fast schon wieder vergessen, rüber zu switchen. Er könnte auf jeden Fall den Vorzug bekommen. Akanji hat eine kleine Knie-OP, wird für den Rest der Hinrunde ausfallen. Könnten hier an der Stelle, könnten einige Leute spielen. Ein Witze kann ich spielen, ein Chan kann die in Verteidigung gehen. Ein Zagadou kann ich spielen, Pongracic kann ich spielen. Ich habe mich letzten Endes für Zagadou entschieden. Ich denke irgendwie, dass Pongracic spielen wird. Ich kann euch nicht unbedingt sagen, wieso. Da ich aber nicht der größte Pongracic-Fan bin, zumindest nicht, definitiv nicht in der Viererkette. In der Dreierkette in Ordnung, aber in der Viererkette für mich komplett fehl am Platz. Zagadou ist aber jemand, den ich extrem hoch bewerte. Hat jetzt noch nicht viele Einsätze gehabt dieses Jahr. Hat auch nicht allzu gut gespielt in den Einsätzen, muss man fairerweise sagen. Aber Zagadou, der ist wirklich eine Maschine. Und dementsprechend ist er für mich der Once to Watch. Der könnte auf jeden Fall den Laden gut dicht halten. Und gerade die schnellen Gegenpressing-Angriffe der Bochumer gut verteidigen können. Wir kommen zu Hertha gegen Bielefeld. Eins der Kellerduelle. Hertha mit 15 Punkten, Bielefeld mit gerade mal 10 Punkten. Und genauso wird das Spiel auch für mich ablaufen. Gerade mit dem neuen Trainer von der Hertha, mit Korkut, sehe ich hier wirklich überhaupt keinen Drang der Hertha, irgendwas offensiv zu veranstalten. Ich kann mir letzten Endes trotzdem vorstellen, dass sie ein Tor machen werden. Ich switche mal gerade rüber. Aber Bielefeld wird auch einen machen. Das ist so mein Tipp. Das wird ein katastrophal langweiliges 1:1. Meine Horrorpartie der Woche. Zum Glück läuft es in der Konfi, sonst würde ich mir ja safe nicht reinziehen. Ja, 1:1. Ich glaube, wie gesagt, es wird langweilig. Auch auf der Hertana-Seite, Jovetic, Belfodil haben mir letzte Woche super gefallen. Aber trotzdem, für mich war das so ein One-Game-Wonder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hertha das dementsprechend replizieren kann. Auf der Bielefelder Seite glaube ich tatsächlich, dass sie eher die besseren Chancen haben, hier einen Sieg mitzunehmen. Glaube aber trotzdem nicht, dass sie offensiv die Firepower haben, sich gegen die Hertha durchzusetzen. Den Once to Watch, den ich genommen habe, ist Wimmer. Denn Wimmer ist für mich ein absoluter Spiel-Decider. Der kann wirklich jedes Spiel auf seinen eigenen Schultern dann letzten Endes entscheiden. Er läuft das ganze Spiel durch. Der ist immer da, der hat immer wieder Aktionen. Und auch gerade in so einem Spiel könnte, wie gesagt, definitiv derjenige sein, der am Ende das Ding für die Arminia entscheidet. Ich gehe trotzdem nur mit einem 1:1. Weiter geht's mit Leipzig gegen Gladbach, eine der ersten Brecherpartien, habe ich wahnsinnig Bock drauf. Tatsächlich punktgleich, muss man ehrlicherweise sagen, obwohl man jetzt so ein Gefühl hätte, dass Gladbach wirklich die schlechtere Saison spielt. Aber Leipzig, muss man ehrlicherweise auch sagen, spielt auch eine Katastrophensaison.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer so, wenn ich in die Spiele Leipzig gegen Gladbach reingehe, habe ich immer relativ enge, taktisch geführte Spiele drinne, die letzten Endes, wo letzten Endes viele Tore fallen. Das ist immer so mein inneres Gefühl, wenn ich in die Spiele Gladbach gegen Leipzig reingehe. Und genau dasselbe tippe ich auch in dem Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften werden mit viel Frust im Bauch spielen. Leipzig entweder gestärkt oder geschwächt, kann man sehen, wie man will, durch den neuen Trainer. Wird sich aber meiner Meinung nach letzten Endes hier mit 3-2 durchsetzen. Ich glaube, letzten Endes haben sie dann doch noch mal ein kleines bisschen mehr Willensstärke und auch mehr individuelle Qualität und vor allem Selbstbewusstsein, auch wenn das alles andere als hoch ist aktuell. Gladbach ist wirklich für mich in dem krassesten Negativstrudel. 4-1 gegen Köln, 6-0 gegen Freiburg. Das ist heftig. Das ist super, super heftig und ich glaube, da kommst du nicht so einfach raus. Und gerade in so einem Spiel, sie werden auf jeden Fall, wie gesagt, mit viel Frust im Bauch spielen, auch einiges ausprobieren. Glaube aber insgesamt, dass Leipzig hier definitiv die besseren Chancen hat, das Ding zu gewinnen. Deswegen gehe ich, wie gesagt, auch mit einem 3-2. Wer für mich der Once to Watch ist, ist Conny Leimer. Für die Leute, die sich so ein bisschen mit Taktik im Fußball auseinandersetzen, die werden auf jeden Fall das Pressingverhalten von Leimer schon beobachten können. Aber ich gebe den Leuten, die vielleicht taktisch noch nicht so affin sind, einfach mal die Aufgabe. Schaut euch in diesem Spiel Conny Leimer an. Der Typ ist wirklich überragend. Das heißt bei weitem nicht, dass er ein guter Kickbase-Spieler ist. Aber einfach von der Person, von dem Spielertyp Conny Leimer, wie wichtig der für ein RB-System sein kann, ist Wahnsinn. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Achtet einfach mal ein bisschen auf Conny Leimer. Und selbst wenn es nur 10 Minuten sind, der Typ ist wirklich eine absolute Macht. Einfach mal drauf gucken. Ich denke auch dementsprechend würde er natürlich auch gute Kickbase-Punkte machen. Aber was man bei Leimer sagen muss, er ist nicht der prädestinierte Kickbase-Spieler. So viel sollte dazu gesagt sein. Kommen wir zu Bayern gegen Mainz. Hier gilt wieder dasselbe wie immer. Warum soll ich hier auf Krampf großartig gegen den FC Bayern argumentieren? Ich kann jetzt kommen mit Mainz ist gestärkt, Mainz ist defensiv kompakt, Mainz hat 3-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Wenn alles nach normalen Dingen verläuft, gewinnt der FC Bayern jedes Spiel in der Bundesliga. Das heißt, wenn man ein Spiel hat, wo man nicht auf den FC Bayern tippt, dann ist das schon eigentlich against the odds so. Also eigentlich, was heißt eigentlich? Bayern geht als in jedem Spiel als Favorit rein und das ist auch in dem Spiel so. Ihr werdet es auch merken, wenn ihr euch die Previews alle reingezogen habt, ich tippe immer auf Bayern, weil, wie gesagt, alles Rationale spricht immer für Bayern-Siege. Es gibt selten Szenarios, wo ich gegen Bayern tippe. Das ist gegen Leipzig ein paar Mal der Fall, weil ich bei Leipzig immer die Spielansätze sehe, wie sie Bayern schlagen können. Bei allen anderen Mannschaften sehe ich das einfach nicht. Ist mein persönlicher Take. Und auch in dem Spiel, wie gesagt, bringt es nichts groß, gegen den FC Bayern zu argumentieren. Zu Hause in der Allianz Arena sind sie eigentlich eine Macht. Mainz kann sie auf jeden Fall ärgern. Aber da fehlt für mich einfach die offensive Power, um die Bayern hier richtig ärgern zu können. Letztes Jahr war das ein paar Mal der Fall, als Quaison da noch gespielt hat. Ich sehe aber bei Johnny Burkhardt und bei Onisivo, sehe ich gutes Konterpotenzial, aber nicht gut genuges, das Deutsche ist, Konterpotenzial gegen den FC Bayern. Von daher für mich ein klarer Bayern-Sieg. 3-1 werden sie das Ding gewinnen. Mein Once to Watch, so absurd es auch klingt, ist Serge Gnabry. Denn der Typ ist scheinbar außen vor. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal Startelf gespielt hat. Man guckt euch mal sein Profil hier an. Er hat in den letzten 5 Spielen einmal in der Startelf gestanden. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und er hat jetzt 2 Spiele in Folge auch in der Europa League, in der Champions League nicht in der Startelf gestanden. Also 3 Spiele jetzt nicht in der Startelf. Wenn er sich hier den Startelf-Einsatz nicht verdient hat, da weiß ich auch nicht. Alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Von daher denke ich, dass Gnabry starten wird und dann muss er auch einfach was zeigen. Das ist so ein Spiel. Wenn ihr Gnabry habt, stellt ihn auf. Ich persönlich überlege ihn auch in den Challenges aufzustellen. Der Kickbase Guide Challenge. Link immer noch oberst in der Videobeschreibung, wenn ihr noch mitmachen wollt. Werde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Auch nochmal an der Stelle. Der Gewinner von letzter Woche. Checkt gerne die MTG-Episode von am Mittwoch ab. Da spreche ich an, wie du dich bei mir melden kannst. Also der letzte Woche gewonnen hat. Philipp war, glaube ich, sein Name. Wir können gerne ganz schnell nachschauen, weil das ist ja schon recht wichtig, dass der Kollege auch seinen würdigen Platz hier bekommt. Daniel, nicht Philipp, Daniel. Schreib mir gerne eine Mail an thekickbaseguide@gmail.com, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, damit du da auch deinen 3-Monats-Bonus bekommst. Den hast du dir natürlich auch verdient. Wie gesagt, Serge Gnabry, mein Once to Watch und Bayern gewinnt das Ding mit 3-1. Kommen wir zu Freiburg gegen Hoffenheim. By the way, wer hat sich überlegt, dass Wolfsburg-Stuttgart das Topspiel ist? Also da fehlt bei mir sämtliches Verständnis. Freiburg gegen Hoffenheim sind tatsächlich tabellarisch nicht weit auseinander. Freiburg auf Tabellenplatz 4 mit 25 Punkten und Hoffenheim auf Tabellenplatz 5 mit 23 Punkten. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Spiel. Ich gehe mit einem 3-0 für den SC Freiburg. Ich sehe hier eine absolute Demontage der TSG-Schwächen vom SC Freiburg. Freiburg ist für mich aktuell eine Mannschaft,
die gefühlt unschlagbar ist, was ihr Konstrukt angeht. Die sind perfekt eingespielt. Es läuft alles zusammen. Du hast eine Systemumstellung gemacht und gewinnst 6-0 gegen Gladbach. So, what the fuck, Mann? Das ist Wahnsinn. Und bei der TSG sehe ich das aktuell überhaupt nicht. Die schaffen es aktuell, offensiv gute Leistungen zu bringen. Aber wenn du gegen Fürth 3 Tore kassierst, wenn du gegen Frankfurt 3 Tore kassierst, da sehe ich einfach keine defensive Kompaktheit, um sich gegen die aktuelle Freiburger Mannschaft vor allem auswärts durchzusetzen. TSG ist, glaube ich, auswärts eine der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga. Ich sehe hier nichts anderes als einen ganz klar deutlichen Freiburg-Sieg. Ich tippe hier, wie gesagt, auf ein 3-0 und bin da auch sehr confident mit. Ich glaube nicht mal, dass Hoffenheim treffen wird. Mein One-to-Watch ist der angesprochene Kevin Schade. Durch die Systemumstellung profitiert er natürlich und ich fand ihn überragend gegen Gladbach. Ich will einfach mehr von ihm sehen. Ich freue mich, dass er wahrscheinlich auch in dem Spiel wieder starten wird. Alles andere wäre weird. Ich habe einfach Bock auf den Kerl. Ich freue mich auf das Spiel und Freiburg wird für mich ganz klar 3-0 gewinnen. Wolfsburg gegen Stuttgart. Wie gesagt, wer sich da dafür entschieden hat, dass das das Topspiel ist, da, keine Ahnung, lassen wir mal so stehen. Für mich auch hier, ich sehe bei Wolfsburg, wer das Champions-League-Spiel gesehen hat, wer die Spiele in den letzten Wochen gesehen hat, Wolfsburg ist überhaupt nicht auf der Höhe. Und warum sollten sie in dem Spiel plötzlich einen Ausbruch haben und gegen Stuttgart hier gewinnen? Ich habe mich letzten Endes für ein 1-1 entschieden. Ich denke, das wird auch ein recht langweiliges Spiel, deswegen habe ich auch nicht wirklich Interesse, das als Einzelspiel zu gucken. Ich werde auf jeden Fall Giavugi aufstellen, damit ich wenigstens ein bisschen Motivation habe, das Spiel komplett zu gucken. Wird aber für mich eine Partie, die nicht wirklich attraktiv ist zum Gucken. 1-1 für mich letzten Endes. Mein Once-to-Watch ist Dodi Lukebakio. Der ist für mich der Einzige, der beim Wolfsburg offensiv aktuell Akzente setzt. Bei Veros, der kommt noch gar nicht in Form nach seiner Corona-Erkrankung. In Matchers auch aktuell ist gut. Aber in Matchers ist halt auch noch sehr jung. Der ist für mich, der hat noch nicht diese absolute Brechermentalität und warum auch immer, ich finde, Dodi Lukebakio hat das in manchen Spielen. Was heißt Brechermentalität? Einfach die individuelle Klasse, Spiele für sich selber oder durch sich selber zu entscheiden. Von daher gehe ich hier mit Lukebakio als Once to Watch und denke und hoffe auch, dass er gegen VfB Stuttgart starten wird. Waldschmidt ist hier prädestiniert scheinbar, aber für mich muss Lukebakio starten. Ich sehe bei dem als einziges das Potenzial, Stuttgart zu brechen. Kommen wir noch zur Union gegen Greuther Fürth, dem ersten Sonntagsspiel. Ich check mal gerade, wo wir zeitlich sind, bei knapp 17 Minuten, alles klar. Das haut wunderbar hin. Union gegen Fürth kann ich recht kurz machen. Auch da geht eine selbe Argumentation wie beim Bayern-Spiel. Wer Richtung Fürth-Seite tippt, will irgendwas Fancyes tippen. Fürth wird natürlich irgendwann diese Saison gewinnen, aber das kann irgendwann random passieren, wenn sie einfach einen Monstertag haben. Rein rational wird immer die gegnerische Mannschaft Favorit sein. Und das ist auch in dem Spiel der Fall. Dementsprechend gehe ich hier mit einem 3-1 für Union Berlin. Ich denke, auch hier wird Fürth wieder treffen, weil sie wieder einen offensiven Ansatz wählen werden. Insgesamt ist aber Union auch aktuell zu abgebrüht, um hier was liegen zu lassen. Dementsprechend gehe ich, wie gesagt, mit einem 3-1 für Union Berlin. Mein Once to Watch ist Taiwo Awoniyi oder Awoni. Ich call hier mindestens 2 Tore von dem Kerl. Ich würde sogar, also ohne Witz, Awoni hat, glaube ich, noch nie im Jahr so viel MVP-Potenzial gehabt wie in diesem Spiel. Denn Awoni gegen diese Fürther Defensive, da sehe ich so hardcore schwarz. Das ist das heftigste Mismatch, was ich mir an dem Spieltag hier vorstelle. Ist für mich ein Spieler, der muss in jede Challenge rein. Das ist mein MVP-Tipp für das Wochenende. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Awoni wird Fürth komplett auseinandernehmen. Das ist persönlich mein Call. Wir kommen zum letzten Sonntagsspiel, Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen. Frankfurt hat sich aktuell gut in Form, man muss aber auch fairerweise sagen, Leverkusen genauso. Und was Leverkusen halt ganz, 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 ganz krass stark macht, ist, dass sie 2 persönliche Ansätze spielen können. Die können einmal richtig krasses Konterspiel spielen, die können aber auch Ballbesitzfußball, die können einfach beides. Und das halt eben situativ in einem Spiel anpassen zu können, das können nur wenige Mannschaften in der Bundesliga. Leipzig ist zum Beispiel eigentlich auch eine Mannschaft, die das ganz gut kann, zeigen es halt dieses Jahr noch nicht wirklich. Deswegen geht Leverkusen für mich in dem Spiel hier als ganz klarer Favorit rein. Und die Schreie werden jetzt groß sein, aber ich persönlich erwarte hier ein absolut wildes Spiel. Ich gehe mit einem 4-2 für Bayern und für Leverkusen. Ich denke, die werden die Defensivschwäche der Frankfurter komplett auseinandernehmen. Ich sehe da überhaupt keine Kompaktheit, wenn dann Diaby, Adli, Schick, Würz, wenn die auf dich zulaufen, wenn du Hasebe hinten drin spielen hast, der natürlich Top-Stellungsspiel hat, aber nicht mal annähernd die körperlichen Voraussetzungen, sowas verteidigen zu können. Ich sehe das überhaupt nicht. Ein Dicker wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein in diesem Spiel. Ich glaube aber insgesamt wird Leverkusen den Frankfurt dann hier keine Chance lassen. Mein Once to Watch ist Jeremy Frimpong, denn
der wird meiner Meinung nach gnadenlos die Offensivaffinität von Kostic ausnutzen. Kostic wird das eine oder andere, gefühlt das ganze Spiel am linken Flügel kleben und dann hast du eben einfach rechts die Räume und wenn Frimpong mit seinem Tempo das ausnutzen kann, zusammen mit Diaby auf der Seite, boah, dann sehe ich echt schwarz auf der rechten Seite der Leverkusener bzw. respektiv auf der linken Seite der Frankfurter. Frimpong ist auf jeden Fall der One to Watch für mich und wird auf jeden Fall auch von mir in den Challenges aufgestellt. Das war's dann mit meinen Predictions. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe mir richtig Mühe gegeben dieses Mal. Ich habe mir wirklich sehr, sehr lange Gedanken gemacht. Ich bin sehr gespannt. Das heißt übrigens nicht, dass ich mir sonst keine Gedanken mache, aber halt nicht so exzessiv wie heute. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, wie die Tipps hier enden werden. Das war's dann erstmal von mir. Wir sehen uns morgen im Livestream. Die genaue Uhrzeit werdet ihr morgen auf YouTube sehen oder ich werde es auch auf Insta posten. Genau, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch habt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch natürlich ein erfolgreiches Wochenende und checkt auf jeden Fall den Top-Kommentar ab, wer den guten Moderhut einsacken konnte. Das war's dann von mir. Haut rein, bis dann, Freunde, und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?